Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die große SHOT Show 2022 Raffle. Wir sind zurück von der SHOT Show schon eine ganze Weile. Wir haben aber ein paar Leute einstellen müssen, die dieses ganze Zeug hier inventarisiert haben und welche, die uns dieses tolle Gerüst da hinten bauen mussten, weil wir sonst gar nicht hier alles hätten auf den kleinen Tisch bzw. auf unser kleines Bild gebracht haben. Von daher geht es erst jetzt los mit der Verlosung. Bitte entschuldigt diese Verzögerung. Wir haben uns in diesem Jahr auch wieder gedacht, beziehungsweise für diese Verlosung auch wieder gedacht, wir machen das für euch so. Es gibt fünf Fragen zu beantworten, um in die Top 5 zu kommen. Und dann gibt es nochmal für alle anderen, die einfach nur einen Kommentar schreiben, um sich dann quasi für dieses Gewinnspiel zu qualifizieren, normales Verlosungsverfahren. Bedeutet, ihr habt fünf Fragen, die beantwortet ihr. Wenn ihr die richtig beantwortet habt, dann seid ihr in der ersten Runde und ansonsten kommt ihr in die zweite Runde. Wir haben insgesamt 25 Plätze, die was gewinnen können. Wie das gleich mit den Paketen funktioniert, erkläre ich euch gleich. Erstmal die Fragen vorneweg. Das wäre Frage Nummer 1. Wir waren am Stand bei Cry Precision und haben dort etwas Besonderes entdeckt. Was war das? Frage Nummer 2. Wer ist der Original? Oder wie ist der Originaltitel des Songs, den wir benutzt haben für unseren SHOT Show Song, und wie ist der Originalkünstler? Frage Nummer 3. Wie viele Leute waren von Epic vor der Kamera am Stand von MacPull? Vor der Kamera. Ja? Frage Nummer 4. Welche Firma hat einen Golfball-Launcher für ein AR-15-System entwickelt? Und Frage Nummer 5. Am Stand von Autogear haben wir ein neues Hawaii-Hemd vorgestellt. Wie ist denn das Motto in diesem Jahr für das Hawaii-Hemd? Das sind die Fragen. Richtig beantworten seid in der ersten Ziehung. Wer sie falsch beantwortet oder teilweise falsch beantwortet oder gar nicht beantwortet, ist automatisch in der zweiten Ziehung mit drin. Also keine Angst, einfach ran und versuchen. Ja, dann haben wir nochmal die Dauer des Gewinnspiels. Das Gewinnspiel geht von heute bis eine Woche einschließlich, bis 20 Uhr. Wenn das Gewinnspiel abgeschlossen ist, dann verlosen wir bzw. losen wir den ersten Namen aus, nachdem wir die Fragen ausgewertet haben. Und derjenige hat dann Zeit, 24 Stunden, um sich seine Gewinner auszusuchen. Dann kommt der nächste und so weiter, bis wir alle Gewinner dann letztendlich ausgewählt haben. Am Ende wird immer noch was übrig bleiben. Das ist dann der 26. Platz. Der kriegt dann quasi ein Trostpreispaket, wo er keinen Einfluss drauf hat. Alles, was übrig ist, kriegt er rein. Da packen wir aber nochmal ein Goodie oben drauf. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall auch für den 26. lohnen. So, und jetzt, wie ihr hier auch schon gesehen habt, wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die wir bekommen haben. Da muss ich auch nochmal dazu sagen, vielen Dank natürlich an alle, die uns hier was dazu gegeben haben. Die findet ihr unten in der Beschreibung, wie auch alle anderen Informationen zum Gewinnspiel sind dort unten zu finden. Und zwar ist es so, dass wir hier zum Teil auch Sachen bekommen haben, die für uns persönlich gedacht waren. Wir sind in die Stände gegangen, haben gesagt, wir machen eine Verlosung, wollt ihr was reinschmeißen, haben die uns Zeug gegeben. Und dann gab es dann mehrere Sachen. Bei Geisel zum Beispiel gab es hier ein paar Badgeholder und dann haben die quasi in der einen Hand den Badgeholder gehabt, in der anderen haben sie gesagt, hier, der ist für dich, dieser Rucksack. Ich habe gesagt, nee, ich will das nicht. Genauso auch die anderen. Jeder hat alles, was er gekriegt hat, hier mit in den Pool geschmissen. Und damit möglichst viel für euch da rumkommt. Das heißt, gebt vielleicht auch was zurück an uns, indem ihr uns weiterempfehlt. Folgt, falls ihr noch nicht folgt, anderen Leuten. Sagt, sie sollen uns folgen, einfach um unseren Kanal ein bisschen zu stärken. So, jetzt erkläre ich euch noch kurz, wie ihr euch oder beziehungsweise wie ihr aus diesem ganzen Pool hier was auswählen könnt. Um es möglichst einfach zu machen, haben wir das Ganze in fünf Kategorien unterteilt. Kategorie 1 ist Bekleidung, hinter mir zu sehen. Kategorie 2 sind Specials, das wäre zum Beispiel hier so ein Notebook oder der Rucksack oder der Gehörschutz. Kategorie 3 sind die Patches, hier zu sehen. Und Kategorie 4 sind die Sticker. Und dann gibt es noch Kategorie 5, haben wir im Überfluss, nenne ich die jetzt mal. Das ist quasi das, was jeder, ohne es aussuchen zu müssen, automatisch bekommt, von Platz 1 bis 25. Das wären zum Beispiel hier von Geisele diese Masken oder hier Bierkosis haben wir ohne Ende abgegriffen, kiloweise Lanyards. Das sind so Sachen, da haben wir ein kleines Paket zusammengestellt. Findet ihr auch unten in der Beschreibung den Link, was da alles drin ist. Das kriegt jeder. Und jeder kriegt auch unseren limitierten Epic SHOT Show Patch. Ja, bedeutet jetzt im Klartext für euch, wenn ihr euch was aussucht,
ihr, egal welchen Platz ihr habt, ja, je nachdem, wenn ihr jetzt auf dem ersten Platz seid, habt ihr volle Auswahl. Am fünften Platz sind natürlich schon die guten Sachen vielleicht weg, aber vielleicht auch nicht, das weiß man nicht. Läuft so, Bekleidung könnt ihr euch einen Artikel aussuchen, als Beispiel eine Basecap. Dann kommt die zweite Kategorie, das wäre ein Special, nämlich den Rucksack, habe ich eine Basecap und einen Rucksack. Dann dritte Kategorie, nämlich Patches, zwar drei Stück, also drei Patches dürft ihr euch aussuchen. Nämlich mir MacPull, Sidemark und das hier, habe ich meine drei Patches. Und dann dürft ihr euch noch fünf Sticker aussuchen. Damit habt ihr euren Kontingent erfüllt, das wird alles von der Liste gestrichen. Und der Nächste, der kommt, kann natürlich dann diese fünf Sachen nicht mehr nehmen, aber dafür halt alles andere. Ich denke, das ist so für alle relativ fair. Dauert dann natürlich alles ein bisschen länger, aber uns ist halt wichtig, dass jeder auf seine Kosten kommt und nicht irgendwie der Bushcrafter einen Gehörschutz und Stöpsel und was weiß ich was zum Schießen oder hier Ladehilfen für 9mm Pistolen bekommt, wo er überhaupt nichts mit anfangen kann, wo es dann letztendlich doch wieder nur bei eBay landet und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass jeder sich das aussucht, was er wirklich brauchen kann und toll findet. Dann schauen wir einmal kurz, was wir hier für Pakete im Detail haben. Los geht's mit Paket Nummer 1. Hier dürft ihr euch einen Artikel aussuchen. Das heißt entweder ein Shirt oder Basecaps. Bei den Shirts haben wir nicht so eine große Auswahl, dafür viele von Obscure. Die haben uns hier so ein paar Kilo mitgegeben in verschiedenen Größen, sehen aber alle gleich aus. Sind dann hier zu finden. Dann haben wir von Direct Action hier nochmal zwei Shirts und dann nochmal hier eins von, ich weiß gar nicht von wem das hier ist, Howitzer. Howitzer Manufacture und nochmal Direct Action. Also das sind die Shirts. Verschiedene Größen, wie gesagt. Bei den Basecaps haben wir hier im Angebot Velocity Systems, Eberle Stock, Direct Action Gear nochmal, Harris, Geisele, Obscore und Mystery Ranch und dann noch irgendwo Strike Industries hier vorne. Strike Industries, genau. Also sehr, sehr coole Caps, sehr, sehr coole Shirts. Sucht euch was aus. Ein Artikel könnt ihr aus diesem Paket wählen. Paket Nummer 2. Hier dürft ihr euch zwei Gegenstände auswählen. Wir fangen mal mit dem Highlight an, denke ich, hier aus dem Paket. Das ist der Geisele-Rucksack, wirklich sehr schön. Hier mit zwei aufgesetzten Fronttaschen mit Organisern drin. Oben ein hartes Fach, wo man zum Beispiel dann seine Brille reintun kann. Auch nochmal mit Vlies ausgekleidet für Patches. Dann ein weiteres Fach, hier auch nochmal mit Vlies-Auskleidung. Und zu guter Letzt nochmal innen ein riesen Organiser-Fach, wo auch nochmal herausnehmbare Module sind mit Reißverschlüssen. Also wirklich ein sehr, sehr cooler Rucksack. Der ist hier in dem Paket mit drin. Dann hätten wir ein Geisele Notebook. Auch schön mit dem neuen Logo. Hier für Stifthalter. Dann nochmal innen organisiert mit Schlaufen und Klarsichtfeldern. Ich denke, das ist aber auch soweit dann klar. Ansonsten ist hier in dem Paket drin Badgeholder von Geisele, von Vanquest. Von Blue Force Gear gibt es so ein Ultimate-Pack, sage ich mal, mit Patch, Bierkosi, Lippenbalsam, Stift und Aufklebern und einer Safety Flag. Dann von Mystery Ranch gibt es nochmal Masken. Peltor mit Gehörschützern, sowohl als Kapsel als auch für In-Ear. Eine Patrone, die ein USB-Stick ist. So Sachen, die sieht man hier auch teilweise schon zum achten Mal und weiß immer noch nicht, was es ist. Dann haben wir noch ein Lanyard von FN. Von Obscore gibt es hier Dip-Holder, die sind für die S&S Precision Dip-Cans, sind nicht dabei, aber zumindest die Holder könnt ihr hier schon mal kriegen, falls ihr so ein Dip-Can habt, dann könnt ihr das hier reinpacken und damit dann überall, wo ihr Klettflächen habt, befestigen. Dann haben wir von One Asterix Industries einen Sharpie-Holder mit Sharpie mit dabei. Der Max von Max Tux Custom hat uns zwei von seinen Kydex Desinfektionsmittelhaltern mitgegeben, die sind hier mit dabei. Nochmal mehr Bierkosis, exklusiv von HSGI. Eine 1911er, nein, ist keine 1911er, irgendeine andere Knarre. Und die lässt sich hier auch als USB-Stick benutzen. Gibt es wohl auch nicht so viele, wie man uns gesagt hat. Dann haben wir hier von Elite Tactical Systems Schnellladesysteme einmal für nur 9mm Pistolen, beziehungsweise 9mm und Kaliber 40. Und das sind Universal Rifle Loader, das heißt, da kann man alles Mögliche mitladen, 223, 308, 300 Blackout und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool, könnt ihr euch auch im Video angucken, haben wir im Vlog im Detail mal vorgestellt. Schlüsselanhänger von Unity Tactical, Anstecknadeln, 20-jähriges Jubiläum war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, oder 10 Jahre. Und der Edding, der ist hier mit reingerutscht, der wird nicht verlost. Dann haben wir von Vanquest hier noch so einen Kreditkartenhalter und ich glaube, das war es so im Großen. Ach hier,
LBT auch nochmal eine schöne kleine Klarsichttasche mit Klett für in euren Rucksack reinzukletten. Das wäre quasi alles, was im Paket 2 auswählbar ist. Das dritte Paket beinhaltet die Patches. Hier dürft ihr euch 3 Stück aussuchen. Da haben wir im Angebot MagPul, Otegear, HSGI, Kopfjäger, Sidemark, Firefield, Mystery Ranch, Otto, Bushmaster, Nextorch, Core Survival, F1 Firearms, Strike Industries, also alles, was das Herz begehrt. Jeweils 3 Stück für jeden Gewinner. Paket Nummer 4 sind die Sticker. Hier haben wir auch querbeet alles eingesammelt, was uns unter die Finger gekommen ist. Eevee, MagPul, LBT, Nightforce, Mystery Ranch, Bushmaster, Templars Gear, nochmal Mystery Ranch, Nightforce, Obscore, Hyperfire, vom Max, vom Max Tag Customs gibt es hier Civilian as fuck und Tap, fucking Rack, fucking Bang, Aimpoint in Kiloweise. Also wirklich für jeden was dabei, Geisely. Und weil das noch nicht genug ist, haben wir hier nochmal 5 von den MagPul-Sticker-Sets abgegriffen. Da sind quasi alle MagPul-Sticker, die es auf der Messe gab, nochmal vereint. Das heißt, die ersten 5, die gezogen werden, haben hier direkt das Sticker-Paket. Das zählt dann auch nur als eine Auswahl. Also diejenigen, die sich das hier raussuchen, dürfen dann noch 4 weitere Sticker einzelne nehmen. Aber nur ein MagPul-Set. Ja? Also das heißt, Sticker-Auswahl, 5 Sticker für jeden oder ein Sticker-Set und 4 Sticker einzeln. Das sind unsere Sticker. Platz Nummer 5. Hier kommt jetzt das Set, wo jeder etwas dazu beigelegt bekommt. Das erkläre ich kurz. Also wir haben hier Bandanas von Geisel zum Beispiel. Die habe ich jetzt einmal hier ausgepackt, damit ihr auch mal seht, wie die aussehen. Und da wir da nicht so viele mitgenommen haben, ist es hier so, dass die dann gestaffelt verteilt werden. Das bedeutet, Platz 1 bis X bekommt schwarz, dann rot, dann lila. Das könnt ihr euch aber auch dann in der Liste im Detail angucken. Was jeder kriegt, ist eine Geisel-Maske. Dann hier unseren Epic Patch, ein Aimpoint Sticker, ein Civilian as Fuck Sticker und dann auch wieder gestaffelt hier die Lanyards von Strike Industries, Shot Show, die Bierkosis, entweder hier diese oder die schwarzen, plus hier Otis Desinfektionsmittel. Das ist der Platz Nummer 5, beziehungsweise die Kategorie Nummer 5. Viel Gerede, aber auch viel Gear. Ich denke, das war notwendig, das zu erklären. Wie gesagt, einmal unten in der Videobeschreibung und bei uns im Blog findet ihr alle Informationen, alle Links, alles, was ihr braucht, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, alle Informationen. Und ja, wir hoffen auf eine rege Teilnahme und auf tolle, oder wir drücken euch die Daumen, dass ihr hier auch was gewinnt. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.